So, jo, und damit moin moin YouTube und herzlich willkommen zum nächsten R-Factor 2 Video. Heute sind wir nämlich im Multiplayer unterwegs. Ich nehme das Ganze noch am gleichen Abend auf, wo ich auch meinen ersten Eindruck, das Video aufgenommen habe. Jetzt sind wir hier auf einem Server von dem Michi Heuer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch Streamer. Und fahren hier ein Multiplayer-Rennen. Es geht schon los. Let's go. Der Start war schon mal richtig scheiße. Richtig viel Drehzeit verloren. Im Qualifying und im Training lief es auch nicht besonders. Wir sitzen im M6 GT3. Boah, da fährt uns schon ein McLaren innen in die Seite. Ja, Start habe ich ziemlich verpennt jetzt. Wollen wir mal sehen, ob man hier mit R-Factor 2 Multiplayer auch ein bisschen Spaß haben kann. So, den haben wir auch überholt. Dann sind wir Neunter. Oh, kriegen wir leicht einen Schubser von hinten. Ja, das war nicht so geil. Auf dem Curb da raus beschleunigt. Haben wir nicht so viel Grip. Genau, heute habe ich das Sebring-Rennen hochgeladen, Fabio. Das ist auch schon von die Tage irgendwann. Hab aber vorhin schon ein kleines erster Eindruck-Video hier oder Vorstellungsvideo zu dem GT3-Pack hier gemacht. Das kommt morgen online. Falls das hier ganz gut wird und ansehnlich wird, dann wird das irgendwann die Tage auch online kommen. Jetzt muss ich aber erstmal irgendwie hier ein bisschen Pace aufnehmen. Wie gesagt, im Qualifying lief es alles andere als gut. Das Schlimme ist, ich weiß null warum. Also ich bin Nick Tandy hier übrigens mit auf dem Server, der Michi Heuer. Die fahren alle ja, 2,5-3 Sekunden schneller pro Runde als ich und ich weiß nicht warum. Is now on softs. Das Ganze dauert 15 Runden. Wir sind natürlich Silverstone unterwegs. The gap behind is now decreased to 0.5. Das ist ja immerhin noch, oder was heißt immerhin? Das ist ja immer noch eine Schwäche von R-Factor, meiner Meinung nach. Mit dem GT3-Pack jetzt haben wir hier doch an GT3-Fahrzeugen schon eine ganz gute Auswahl. Von daher, das ist auf jeden Fall cool und finde ich richtig gut, dass sie jetzt nochmal dieses Pack rausgebracht haben. Aber wir haben halt einfach meiner Meinung nach viel zu wenig Strecken, die qualitativ hochwertig sind. Und das ist ja ein großes Manko an R-Factor. Gäbe es da mehr geile Strecken, dann finde ich, wäre das viel, viel geiler und dann würde ich das, glaube ich, auch viel öfters fahren. Weil von der puren Physik her, vom puren Reifenmodell, finde ich, ist das immer noch Top-Level hier. Also selbst, da muss ich selbst iRacing eine Scheibe von abschneiden. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Uiuiui, da kam aber das Heck. Still there. I think P6 has binned it in. Vail. Hold your line, clear right. The leader has just done a 58.77. Green flag Sector 3. Oh, hinter uns hat sich einer gedreht von den McLarens. You're a second off the pace in Sector 1. Sector 2 is 1.8 seconds off the pace. Ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit nach vorne verloren. Off the pace. P8. Und hier kann es halt schon mal passieren, dass das Heck richtig, richtig, richtig heftig kommt.
Und jetzt sag mir einer mal, warum die da vorne so extrem schnell sind alle. Die fahren ja sowas von weg. Defend your position. Don't let him through. Cold tires all around. Cold tires all around. Das hört man natürlich nicht so gerne. Und das, obwohl ich hier so am Fighten bin. Liegt vielleicht daran, dass die Reifen nicht wirklich auf Temperatur kriege. On your right. Nee, oder? Still there. Hold your line, clear right. Sehr gut. Er ist vernünftig. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Oh, da steht einer. Steht ein Audi. Interessant, dass wir hier nur unter McLarens fahren. Green flag, sector 2. Ja, ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Alter, wie schnell ist der denn? Still there. Clear right. Shit, Sven. Come on, mate. Defend your position. Oh, einen kleinen Stupser gekriegt von dem M6 hinter uns. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe einfach null Grip. That lap time was 202.74. Da macht er einen Fehler. The gap behind is now 0.6. Ja, beim Rausbeschleunigen sind die McLarens extrem stark. Ja, ich bin vorhin mal auf einem Server kurz gefahren, wo es alle GT3s gab. Und da bin ich auch mal kurz dann den Mercedes AMG gefahren und der war, um nicht zu sagen, viel, viel zu langsam. Also da war ich, glaube ich, 3 Sekunden noch mal langsamer, als ich vorher mit dem McLaren gefahren bin. Von daher, ich glaube, die sind nicht so ganz gebalanced. Oh, sorry. Hold your line. Hold your line. Clear left. Shit. Guten Abend! Finde ich jetzt gar nicht gut, ey. Da vorne, die fahren immer weiter weg. Ich komme nicht so richtig auf Touren hier. Alright, Sven. Don't let this guy distract you. The leader, Häkkinen. On your left. Clear left. Ich wüsste gerne, warum? Warum bin ich so langsam? Aber meine Reifen sind doch ultra kalt. Guckt euch das mal an. Häkkinen has just retired. Ich habe hier vorne 70 Grad in den Reifen. Das ist, glaube ich, ein bisschen wenig, ne? 204.10. Sector 2 is 3.0 seconds. Off the face. No, no iRacing today. R-Factor 2. GT3 Challenger Pack. Und tschüss. Oh, wieder den gefangen. Der war ja komplett quer. On your left. Hold your line. Still there. Still there. Clear left. Ist ganz leicht berührt, aber alles gut. Watch those track limits or we'll get a penalty. Ja, genau kehrt. Genau kehrt, das ist mein Problem. Das macht ultra Spaß zu fahren. Boah, der McLaren ist so viel schneller in der Kurve, wie er wieder rankommt. Wenn es hier einen ordentlichen Multiplayer gäbe, wo auch regelmäßig viel los ist,
dann wäre das durchaus sinnvoll und würde Spaß machen. Aber so einfach nur, um gegen die KI zu fahren, weil so ein Rennen hier, das kommt ja ab und zu mal zustande, aber alles andere als regelmäßig. Oh, jetzt habe ich mich an ihm orientiert, da vorne, und habe auch viel zu spät gebremst. Da kommt ein Audi jetzt von hinten. The gap to McLaren ahead is now 0.7, sixth place. Uiuiui. On your left. Wieso sind die alle so schnell beim Rausbeschleunigen? Still there. Still there. Hold your line. Clear left. Come on, man, defend harder. Car right. Oopsie. Hold your line. Hold your line, clear right. Da sind die beiden ineinander gefahren. Tandy is now in the lead. Vor mir sehe ich nichts mehr. Car left. Clear left. Green flag, sector 2. Tandy is now retired. Oh, Sven, come on, track limits. Yellow flag, sector 3. Das Gefühl, man braucht hier unbedingt ein ordentliches Setup. Looks like the lead has been there in Stowe. Sector 3 is clear. Alright. Alter Vater! Voll Lenkeinschlag gegengelenkt, ey. Die Kiste fährt sich, ganz ehrlich gesagt, gerade ziemlich, ziemlich scheiße. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. Oh, da hinter mir ist auch ein bisschen was passiert. Sector 3 is clear. We think that McLaren has binned it in Club V4. So, 6 Runden sind oben von 15, kommt also noch ein bisschen was. Der Audi scheint wesentlich schneller zu sein als ich und die McLarens da hinter mir. Da guck mal, wie der mir wegfährt. Beim Rausbeschleunigen, warum? Wie geht das? Kann mir das mal einer sagen? Gap in front is increasing. It's now 2.0 seconds. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, Kehrt. Das ist auch noch so eine Sache, die mich an Airfactor 2 ein bisschen stört. Also es gibt halt sehr wenige Strecken, die du wirklich fahren kannst. Vor allem, wenn du halt vor allem iRacing fährst. Da bist du lasergescannte Strecken gewohnt und kennst den Verlauf, wie der wirklich in echt ist. Und wenn du dann auf irgendeiner Strecke fährst, wo das einfach nicht so ist, wo der Verlauf einfach schon nicht passt, dann geht das für mich eigentlich überhaupt nicht. Dann kriegt er absolut die Krise bei. Yellow flag sector 2. The gap behind is now 2.6 seconds. 2,6 Sekunden nach hinten. Wie lange brauchen die wohl, bis sie wieder bei mir sind? That was a 203.51.
25 is now on softs. Wo bin ich denn überhaupt? Steht da D4? Kann the gap ahead is now 4.6. R-Faktor 2 besteht halt, vor allem was Strecken angeht, vor allem aus Mod-Content. Das ist halt so wie früher bei R-Faktor 1 auch. Da müsste man immer lange suchen, bevor man vielleicht ordentliche Strecken gefunden hat, die von einer ordentlichen Qualität waren. Oder viel ausprobieren, es gab viel Schrott. Alright, Sven, gibt's halt heute dann auch. Fuel looks good. That last lap was a 203.10. Jetzt sehe ich hinter mir auch nichts mehr. The gap behind is now 2.8. Sebring, ja richtig, das ist, war ja auch in iRacing wirklich eine der ersten Strecken, die es überhaupt gab. Von daher, von dem Drumherum ist das echt noch nicht so geil da. Aber der Verlauf zum Beispiel, alter Schwede! Der Verlauf zum Beispiel ist ja da wirklich sehr, sehr ähnlich. Wenn sie das mit der Nordschleife dann halt echt genauso hinkriegen, das wäre schon sehr, sehr geil. Ja, R3E hat jetzt auch endlich Multiclass, finde ich auch ziemlich cool. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Wollte ich auch noch machen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, warum mir R-Faktor 2 so gut gefällt, ist halt die Reifenphysik. Die fehlt in iRacing. Alles andere finde ich in iRacing ist schon so, wie ich es haben möchte. Nur die Reifenphysik, die, oder ich sag jetzt mal nicht nur Reifenphysik, die Physik generell. Könnte da halt noch weiter verbessert werden. Das habe ich halt hier mit R-Faktor 2. Deswegen, ja, Race Room hat eigentlich alles, was es braucht. Aber da ist halt alles okay. Das macht Spaß, aber da habe ich so auch nichts wirklich perfekt erfüllt für meine Ansprüche jetzt. Kann ich nicht so Rennen fahren, so geil wie in iRacing. Da habe ich Strecken, die sind gut, ja, die sind aber alle nicht oder zum Teil nicht lasergescannt, wie die in iRacing. Die Reifenphysik ist gut, ist, würde ich mal sagen, mit iRacing auf einem Niveau. Aber R-Faktor macht es halt noch geiler. Ja, wenn man das alles so vereinen könnte irgendwie. Gelbe Flagge, was ist da passiert? Oh, kriegt gleich Besuch von zwei M6 von hinten. Ja genau, wenn das neue Reifenmodell kommt, dann bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Wenn man das wirklich extrem spürt.
The gap behind is now 1.6 seconds. 1,6 nach hinten. Ah. Ja, es soll immer das Beste werden, das ist klar. Was lange währt, wird eigentlich gut, oder wie war das? Mal gucken, ob das stimmt. In dem Fall. Warum sind die schon wieder so schnell und ich so langsam? Das gibt's doch nicht. Der kommt schon wieder mit diesen Schritten. Aber ich bin noch nicht Dritter. Vielleicht 13. aber noch nicht Dritter. Doch, ich bin Dritter. Warum bin ich Dritter? Haben die alle Boxstops gemacht oder so? Kann eigentlich nicht. Wo sind die alle? Alle weg. Da, Michi Heuer. Da war er. Ich krieg gleich Besuch von hinten. Ja, stimmt. Geil war auch, oder geil finde ich ja in iRacing, dass sie jetzt vor kurzem zugegeben haben, also mit dem neuesten Update, oder reingebracht haben, dass der Effekt, also die Temperaturabhängigkeit vom Grip-Niveau um den doppelten Wert zu groß war, dass der jetzt halbiert wurde mit diesem Update, dass auch der Schatten bzw. Sonne Einfluss darauf haben, wie die Streckentemperatur ist. Das heißt, wir sind jetzt gut 2 Jahre mit einem Update oder mit einem Reifenmodell rumgefahren oder mit einer Beeinflussnahme von Temperatur, wo der Effekt das Doppelte zu groß war. Yellow flag, watch out. Das war ja schon immer so. Sector 2 is clear. Die Strecke ist 5 Grad kühler als vorher und du fährst 2 Sekunden schneller. Und das Vierfache sogar, ja, kann sein. Ich hatte das nur einmal kurz gelesen. Ich finde, der Sound von dem M6 kommt aber ganz gut hin. Und mir gefällt der ganz gut. Kommt halt nicht viel Sound raus aus dem Auto, ne? Das ist klar. So, das war jetzt die 12. Runde gleich. Das heißt, 3 Runden haben wir noch. This is good. Keep banging out them lap times. P2.
Warum genau bin ich jetzt Zweiter? Kann mir das mal einer sagen? Es fahren nur noch 5 Leute oder was? Vor mir ist einer. Ja, aber die M6 sind gleich da. Ich muss mich die drei Runden jetzt, glaube ich, noch spulen. Ja, das war jetzt schon wieder Kacke. Reifen sind noch so langsam in Richtung Ende. Ah, 90% eigentlich noch. Also eigentlich sollte das kein Problem sein. Fühlt sich aber nicht mehr allzu geil an. Two laps left. We're on for a podium here. Sector 2 is 1.4 off the pace. Ja, Matthias, das kann ich dir sagen. Das war ein Rennen, ey. Bin ich vom RSR umgestiegen auf den Ford und habe mich wohl gefühlt und das Auto lief und ich habe immer mehr gemerkt im Rennen, dass ich Pace habe und dass es nach vorne gehen kann. Und da passiert einfach jedes Mal, immer wenn es gerade gut läuft, irgend so eine Scheiße wieder. Das Beste war noch, dass mich für das eine Manöver in Sebring. Letzte Kurve, ich bin halt am Limit, ne? Fahrt letzte Kurve am Limit, da wirst du halt weit nach links rausgetragen. Da kommt so ein LMP1, fährt in meinem toten Winkel links hinter mir und will mich am Ausgang der Kurve links in Sebring überholen. Und wundert sich dann, warum wir uns berühren. Er kommt halt so im letzten Moment, wo ich wirklich schon komplett nach außen getragen werde, kommt er an mir vorbeigeschossen und ich berühre ihn am Heck. Und am Ende fängt er dann noch voll an, einen da die Welle zu machen. Ich hätte sein Rennen ruiniert, was auch immer. Ja, ganz ehrlich, ey, dann überhol innen. Aber ich bin ein GT, ich fahre da am Limit und ich kann halt da nicht so schnell durchfahren wie du mit dem LMP1. Boah, habe ich mich da aufgeregt. Richtig zum Kotzen, ne? Okay, Sven, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Good consistency. Keep them coming. Ja, genau, das kann sein. In der Situation habe ich ihn gar nicht gesehen. In letzter Sekunde schießt er da vorbei oder kann ich halt nichts mehr machen, ne? Oh Gott, ich habe Angst.
So, den Ausgang musste ich gut erwischen. Den habe ich gut erwischt, das sieht gut aus. Ich denke mal, da kann ich vorne bleiben. Jawohl, so. Dann müssten wir im Ziel sein, oder? Richtig. Nice one, Sven. Great drive. That's a podium. Na, das scheint der Sieger zu sein. Er macht hier ein paar Donuts. Ja. Air Factor 2 im Multiplayer. Haben wir das also auch mal gemacht? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte euch noch das schöne Auto hier einmal zeigen. Der M6. Sehr nice. Jo, dann schauen wir noch mal kurz auf die Ergebnisse. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier Zweiter geworden bin. Krass. Ja, hinter dem Team. Michi Heuer hier, did not finish. Ah, es sind insgesamt 9 Leute ins Ziel gekommen. Das finde ich ja schon mal krass. Ich wollte mal gucken. Kann ich mir das hier mal angucken? Ah, hier den Anfang. Wir können aber kurz in den Start reingucken. So. Da fahren schon einige los. Oh, es sind nur 2 Audis mitgefahren. Krass. Da, guck mal, wie weit hinten ich eigentlich am Anfang war. McLarens. Ja, da haben wir einen leichten Schubs gekriegt. Uiuiui, da habe ich das Auto sogar fast verloren. Aber man muss sagen, dafür, dass es jetzt so ein Public-Rennen war hier in Air Factor 2, ist es doch ganz okay gelaufen. Kann man nicht sagen. Und die Leute waren fair, es waren jetzt keine über krassen Manöver dabei, die man eigentlich nicht hätte fahren dürfen. Von daher, ja, hat Spaß gemacht. Wenn es sowas auf regelmäßiger Basis gäbe, mit einer ordentlichen Handvoll guten Strecken, dann würde ich auch sagen, hat das definitiv Zukunft. Und dann würde ich das auch gerne weiterfahren, weil vom Fahrerischen her hat das jetzt unglaublich Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt mit dem Auto nicht so super zurechtgekommen bin, dann müsste man setupmäßig vielleicht noch was machen. Ich habe da ja jetzt noch überhaupt nicht großartig irgendwas versucht oder so, ne? Nur ein bisschen rumgeklickt. Aber ich denke mal, da kann man noch wesentlich mehr raus. Und hat man ja gesehen, die anderen Leute hier, Nick Tandy, Michi Heuer, die sind alle sowas von schnell damit unterwegs gewesen mit den Autos. Dann habe ich jetzt auf Anhieb nicht auf die Reihe gekriegt. Jo, aber gut, so, dann verabschiede ich mich jetzt von den Leuten, die auf YouTube mit dabei waren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben mein Gott. Ja, auf jeden Fall, wann seht ihr das Video? Ich weiß es gar nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao, ciao.